I have a question to ask you, which it may be a little hard to answer. So I won't ask you to answer it immediately, but I want to ask you this question. Okay, ich stelle euch eine Frage, die vielleicht gar nicht so einfach ist, sofort zu beantworten. Deswegen sage ich nicht, ihr sollt mir gleich eine Antwort geben, aber ich stelle euch trotzdem die Frage. Here's the question. Und hier kommt die Frage. Who are you anyway? Wer bist du überhaupt? I want to tell you a story, and this story will help us understand who we really are. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die uns dabei helfen soll, um zu verstehen, wer wir wirklich sind. Now, this is a story you've heard before. Es ist eine Geschichte, die kennt ihr vielleicht schon, habt sie schon gehört. But I want you to listen. Aber ich möchte euch bitten, hört mir zu. Because just because we've heard something before does not mean we actually understand it. Denn wenn wir etwas schon mal gehört haben, bedeutet es nicht automatisch, dass wir es schon verstanden haben. Here's the story. Hier die Geschichte. Once upon a time, there was a man and a woman living in a garden. Auf jeden Fall war ein Mann und eine Frau, die lebten in einem Garten. And they were perfect and beautiful. Und sie waren schön und perfekt. And they were strong and they were pure and they were brave. Sie waren stark, sie waren rein und sie waren voller Mut. And they had power over everything around them. Sie hatten Macht über alles, was um sie herum war. And they were perfectly happy. Und sie waren wirklich glücklich. Now then, as you well know, one day something happened. Und wie ihr alle wisst, ist eines Tages etwas passiert. And now, fast forward to our day. Und wenn wir die Geschichte vorspulen in unserer Zeit, we walk to and fro in the blackness of night. Dann laufen wir hin und her in der Dunkelheit der Nacht. And we're cold and we're wrapped in fear. Und uns ist es kalt und wir sind gepackt von Furcht. And we're empty and not sure why. Wir fühlen uns leer, aber wissen nicht genau warum. And we've been deceived. Und wir sind verführt. And we desperately long to be loved, but we feel so unlovely. Und wir sehnen uns danach, geliebt zu werden, aber wir fühlen uns so wenig geliebt oder so liebenswürdig, also kaum liebenswürdig. And so we spend our lives trying to become more lovely so that we can be more loved. Und so verschwenden wir unser Leben, um liebenswürdiger zu erscheinen, damit wir mehr geliebt werden. And so we spend our lives chasing a dream that we can never catch. Und so verbringen wir unser Leben damit, dass wir einen Traum nachjagen, den wir nie erreichen werden. Do you know why? Wisst ihr warum? Let me tell you why. Lasst es mich euch sagen. You were specifically designed to be a companion of the Almighty God. Ihr wurdet speziell dafür geschaffen, um ein Partner oder ein Freund Gottes zu sein. You were created to be loved and cherished. Du wurdest geschaffen, genau aus dem Grund, um geliebt und gehegt zu werden. You were born to be held close and comforted by a king. Du bist geboren worden, um von einem König in Ehren gehalten zu werden und umsorgt zu werden. You were born to be fearless and free. Du bist geboren worden, um furchtlos und frei zu sein. You were born to be a prince or a princess. Du bist als Prinz oder als Prinzessin geboren worden. You were born to distribute the wealth of heaven to those around you. Du bist geboren worden, um mit der Aufgabe betraut zu werden, nämlich die Güter und den Schatz des Himmels, um dich herum sind, zu verteilen. You were born to crush your enemies. Du bist geboren worden, um deine Feinde zu vernichten. You were born to save the weak. Du bist geboren worden, um die Schwachen zu retten. You were born to walk on the high places of the earth with angels as your friends. Du bist geboren worden, um auf den Höhen der Erde entlang zu spazieren mit den Engeln an deiner Seite. You were born to be strong. Wir sind geboren worden, um stark zu sein. And you were born to be holy. Und um heilig zu sein. Now then, Matthew 5 and verse 8 tells us something very interesting. Matthäus 5,
Vers 8 sagt uns etwas sehr Interessantes. And it gives us a clue as to what exactly went wrong when our first parents sinned. Und der Vers gibt uns einen Hinweis, was wirklich falsch gelaufen ist, als unsere ersten Eltern gesündigt haben. Matthew 5:8 says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Matthäus 5, Vers 8 sagt, glückselig sind, die reinen Herzen sind, denn sie werden Gott schauen. Here's the key, here's the secret about all of those things that I just told you, you were born to be. Hier ist das Geheimnis der Dinge, die ich euch gerade aufgezählt habe, wofür ihr eigentlich geboren wurdet. There's a missing link. Da gibt es ein fehlendes Glied. And that missing link is God. Und dieses fehlende Glied ist Gott. It is friendship with God, companionship with God that makes us the master of our circumstances. Die Freundschaft, die Beziehung mit Gott macht uns zu dem Herrn unserer Umstände. It is the companionship with God that makes us fearless and free and all of those other beautiful things. Die Gemeinschaft mit Gott bringt uns zu dem, dass wir furchtlos sind und dass wir all diese anderen Dinge, wofür wir geboren wurden, auch erleben. But Matthew 5:8 says that only the pure in heart can see God. Aber hier Matthäus Kapitel 5 Vers 8 sagt uns, dass nur die, die reinen Herzens sind, Gott schauen können. And so here's the problem. Und hier ist das Problem. We can't be any of those things that we are supposed to be. Wir können von uns aus nichts dieser Dinge sein, die wir gerade aufgezählt haben. Because God is not our companion. Denn Gott ist nicht unser Partner. And God can't be our companion. Und Gott kann auch nicht unser Partner sein. Because our hearts are not pure. Weil unsere Herzen nicht rein sind. So we want to talk about purity today. Und so möchten wir heute über Reinheit sprechen. One of the things that is, it's, purity is something that's very easily misunderstood. Reinheit ist etwas, was sehr schnell missverstanden wird. One of the things people think is that once you have purity, whatever it is, if you lose it, you never get it back again. Manche Leute denken, wenn sie einmal unrein geworden sind, dann werden sie nie wieder rein. Also sie haben das einmal verloren, immer verloren. But the purity God is talking about here is a gift. Aber diese Reinheit, von der Gott hier spricht, ist ein Geschenk. It's a gift that he gives. Ein Geschenk, das er uns gibt. And it has to do with our hearts and our minds. Und es hat hier mit unserem Herzen und unseren Gedanken oder Verstand zu tun. Not our past or our Nicht set of actions. Unserer Vergangenheit oder der Taten. So we want to really quickly look at some of the ways purity is lost in our lives. Und so möchten wir uns einmal auf die Suche begeben nach den Wegen, wie wir unsere Reinheit verlieren können. Some of the things that we should look out for, some of the warning signs. Einige Warnungsbotschaften, nach denen wir Ausschau halten sollten. And then we want to talk about at the end why it is so important, why it is so beautiful anyway. This purity. Mm-hmm. Und wir möchten aber auch darauf schauen, warum die Reinheit so wichtig und so schön ist. Okay, now you remember the story of David and Bathsheba, right? Ihr kennt die Geschichte von David und Bathsheba. David makes this terrible, terrible, terrible mistake. David macht diesen schrecklichen, schrecklichen Fehler. And his mistake cost him very dearly, and it cost the entire nation, in fact. Und dieser Fehler, den David da begangen hat, hat ihn sehr viel gekostet und nicht nur ihm, sondern der ganzen Nation, dessen König er war. Now I make all kinds of mistakes that cost me dearly. Und ich mache auch viele Fehler, die mich ziemlich viel kosten. So my question is, what can we learn from the story of David so that we don't repeat his mistake? Und meine Frage ist, was können wir aus der Geschichte von David lernen, damit wir nicht seinen Fehler wiederholen? Or maybe better asked, why did he make that mistake in the first place? Oder lass uns besser fragen, warum machte David überhaupt diesen Fehler? Well, if you read the story in 2 Samuel, wenn wir die Geschichte in 2. Samuel lesen, you'll find a very interesting detail recorded there. Da sehen wir ein echt interessantes Detail. This is 2 Samuel 11, chapter 11. Sorry. 2. Samuel 11. The story begins with David walking back and forth on the roof of his house. Die Geschichte beginnt damit, dass David auf und ab gelaufen ist auf dem Dach seines Palastes. And from the roof of his house he can look over the whole city. Oder die Terrasse dort, und dort von
dieser hohen Terrasse konnte er über die ganze Stadt blicken. And he can also, by the way, see into everybody's yard. Und er konnte nebenbei auch gesagt in jeden Garten schauen um seinen Palast herum. And what he sees from the roof of his house becomes a stumbling block to him. Und was er dort oben von dem Dach seines Hauses aussieht, wird ihm zum Stolperstein. Now obviously David made a whole string of mistakes. David hat ehrlich gesagt eigentlich eine ganze Reihe von Fehlern begangen bis dahin. Aber ich möchte gar nicht jetzt in diese Reihe der Fehler einsteigen. I want to ask one question. Ich möchte euch eine Frage stellen. Why was he on the roof of his house? Warum war David auf dem Dach seines Hauses? The time that this story takes place, die Zeit, in der sich diese Geschichte abspielt, at the beginning of 2 Samuel it says this was during the time that kings go off to war. Heißt es in 2. Samuel, das war die Zeit, in der die Könige damals in den Krieg zogen. David was not even supposed to be in Jerusalem. David sollte eigentlich gar nicht in Jerusalem sein. David should have been off in the fields with his army like every other faithful king in that area. David hätte eigentlich mit seiner Armee in dem Kriegsgebiet sein sollen, wie auch jeder treue König um ihn herum. But instead of attending to his duty, aber anstatt dass er seiner Aufgabe nachgegangen ist, so ist er in seinem Palast auf und ab gegangen und hat nichts getan, außer Däumchen gedreht. That was the first in a long string of mistakes. Und das war eines der ersten Schritte in einer ganzen Reihe von Fehlern. Now then, friends, that is a lesson that we need to learn. Und das ist eine Botschaft oder eine Lektion, die wir wirklich lernen müssen, Freunde. We often find ourselves in the middle of a huge mess that we ourselves have made and we can't even explain it. Why did this all happen? Wir finden uns oft in so einem riesen Durcheinander von Fehlern und in so einem Loch eigentlich wieder und wir können uns gar nicht erklären, wie wir da reingekommen sind. When that happens to you, I want you to stop, pause for a moment and think. Wenn ihr euch in so einer Situation wiederfindet, dann haltet inne und ich bitte euch, einfach zu pausieren und drüber nachzudenken. And ask yourself specifically, have I neglected some known duty? Und fragt euch ganz besonders diese Frage, habe ich eine bewusste Aufgabe vernachlässigt? It is often the neglect of some known duty that leads us down a road from which sometimes there is no return. Und oft ist es so, dass wir eine Aufgabe vernachlässigen und diese Vernachlässigung uns dann auf eine Straße führt, von der wir oft bergab gehen und nicht mehr zurückkommen. Also der erste Grund, warum Reinheit oft in Frage gestellt wird, is because we leave our duties unattended. Ist, dass wir unsere Pflichten unerfüllt lassen. And I want to talk about a second one. Und jetzt noch ein zweiter Punkt. This one we can learn from the story of Samson. Das können wir aus der Geschichte von Samson lernen. And Samson is kind of notorious to all of us. Samson kennt sicher jeder von uns. It's like, yeah, that guy that got tangled up with Delilah and ended up with his eyes, you know. Der starke Mann, der mit den Seilen gefesselt wurde und dann später blind wurde. You know, Samson was actually, well, he was one of the strongest men ever to walk the planet. Er war eigentlich der stärkste Mann, der je auf diesem Planeten gelebt hat. And that wasn't just meant to be that he was physically strong, he was supposed to be morally strong also. Und das heißt nicht, dass er nur körperlich stark sein sollte, sondern auch geistlich. So much so that an angel specifically came down and said just how he was supposed to be raised so that he could be, you know, morally strong. Und Gott hat extra dafür Engel runtergeschickt, um den Eltern zu erklären, wie er erzogen werden sollte. So Samson has now grown up and he's a judge over Israel. Nun ist Samson erwachsen geworden und er ist Richter über Israel. And he's a very strong man and everybody knows it. Ein sehr starker Mann und jeder kennt ihn.
And this guy goes down to Timnath. Und er geht in die Stadt Timnath. And he finds a Philistine girl there. Und findet da ein Philistermädchen. And he goes back to his parents. I mean, presumably he spent some time down there. Und jetzt lasst uns mal annehmen, dass er einige Zeit dort verbracht hat und er geht nun zurück zu seinen Eltern. But he goes back to his parents. He's like, get that girl for me to marry. Und sagt, nehmt mir, holt mir diese Frau, damit ich sie heiraten kann. Now then, let's stop the story right here. Lass uns nun hier einmal stoppen. Does anybody know when the town of Timnath was originally founded? Weiß jemand, wann die Stadt Timnath gegründet wurde oder entdeckt wurde? To know that, we have to back up in the history of Israel. Wir müssen einen Schritt zurückgehen in der Geschichte Israels. To when Israel first came into the Promised Land and conquered it. Als Israel zuerst in das verheißene Land gekommen ist und es eingenommen hat. And God had promised Caleb and Joshua 40 years before that when they came into Canaan they could have a special place. Und 40 Jahre vorher hat er Caleb und Josua versprochen, dass sie einen ganz besonderen Ort haben würden. And sure enough, Caleb got Hebron. It was very special. He got what? Hebron, the town of Hebron. Und Caleb hat Hebron bekommen. Hebron, okay. But Joshua, who was the conqueror and the prince of Canaan, und Josua, der Prinz von Kanaan war, he did not claim any part of the land. Er hat gar kein Land für sich beansprucht. Until he had given all the best parts to everyone else, even the poorest and humblest of the people. Bis er jeden unter dem Volk, sogar den Ärmsten und Niedrigsten, ein gutes Land gegeben hatte. And what was left was this little town called Timnath. Und alles, was übrig geblieben ist, ist die Stadt Timnath. Which means the city that's left over, that nobody wants. Und das bedeutet so viel wie die Stadt, die keiner will, die übrig geblieben ist. And Joshua decided to live there. Und Josua hat sich entschieden, dort zu leben. He could have picked any part of Israel. Er hätte sich jeden Teil Israels aussuchen können. So this town became a symbol of the selflessness of Israel's greatest leader. Also wurde diese Stadt ein Zeichen für Selbstlosigkeit von Israels Leitern. So now, many years later, here's another leader of Israel. Und viele Jahre später gibt's da einen weiteren Führer Israels. And he goes down to Timnath. Und er geht in diese Stadt. And it should have reminded him of how selfless he as a leader ought to be towards his people. Und eigentlich sollte es ihn daran erinnert haben, als er in diese Stadt ging, wie selbstlos sein Vorgänger war. And he found a Philistine there. Aber er hat dort ein Philistermädchen gefunden. And he should have been angry to find a Philistine there, but he was not. Eigentlich sollte er darüber empört gewesen sein, dass er ein Philistermädchen in dieser Stadt gefunden hat, aber das war er nicht. And he insisted, even his parents said, isn't there any girl in Israel you like? No. Und sogar seine Eltern haben ihn gefragt, gibt es kein israelitisches Mädchen, was dir gefällt? Und er sagt, nein, überhaupt nicht. So he ended up in this big saga. Also ist er nun da drin stecken geblieben. Ended up being a big nightmare and the girl that he liked ended up being burnt alive. Und es wurde sozusagen ein großer Albtraum und das Mädchen, was er mochte, wurde lebendig verbrannt. After he had married her. Nachdem er sie geheiratet hatte. The second thing that often compromises our purity, das zweite, was oft unsere Reinheit in Frage stellt, is that rather than coming to looking at our hearts as the belonging of a very selfless hero, ist, dass wir nicht unsere Herzen anschauen nach einem Verlangen, ein selbstloser Held zu werden, and a monument to his greatness, und ein Zeichen seiner Größe und Kraft, we allow a little Philistine to live within us. Erlauben wir einen kleinen Philister in uns zu leben. It's called sin or the flesh. Entweder das Fleisch oder Sünde nennen wir das. And even worse, when we find it there, we don't say, what is this doing here? We like it. Und noch schlimmer ist es, dass wenn wir das in unserem Herzen finden, dass wir uns nicht fragen, was macht das hier, sondern wir mögen es. And we protect it and take care of it. Es ist Teil von uns geworden und wir beschützen das. Because pleasure is more important to us than our duty is. Denn unsere Lust ist uns wichtiger als unsere eigentliche Aufgabe. And being bent to pleasure is one of the big things that ends up compromising our purity. Und der Lust nachzugeben ist der größte Kompromiss, die Reinheit aufzugeben. Thank you.
Okay, here's story number three. Und hier die Geschichte Nummer 3. And lesson number 3. Und die Lektion 3. You remember King Solomon? Kennt ihr König Salomo oder erinnert ihr euch an ihn? He was called the wisest man that ever lived. Er wird als der weiseste Mann, der jemals lebte, beschrieben. And considered by many the second greatest king of Israel, only second to his father David. Und sogar der zweitgrößte König Israels nach seinem Vater David. Under his reign, Israel became an empire. Unter seiner Regierung wurde Israel zu einer fast Weltmacht. And they imported the best of everything from everywhere. Und sie importierten das Beste von jedem das Beste aus jedem vorstellbaren Ort. They had to find new things to do with gold because gold there was so much gold it was like our dirt. Sie mussten irgendwas Besseres erfinden als Gold, weil Gold war damals so viel wie der Dreck auf der Erde. But from the pinnacle of Solomon's success, aber an der Spitze des Erfolges von Salomo, in the latter part of his reign, he took this terrible nosedive. He ended up in a mess. Hat er, als er an der Spitze war, gegen Ende seiner Regierung, hatte diesen schrecklichen Fehlschritt getan. In fact, he said towards the end of his life, before he repented, all is vanity. Everything is nothingness. Und als er zu dieser Erkenntnis kam, gegen Ende seines Lebens, bevor er sich dann am Ende nochmal bekehrte, hat er gesagt, alles ist Nichtigkeit. Es ist nichts wert. Now then, if Solomon concluded that everything that he had was nothing, then what chance do we have? Wenn Salomo, der so viel hatte, zu dem Schluss gekommen ist, dass alles, was er hatte, eigentlich nichts wert war, was sollen wir dann sagen? I tell you, Solomon made a mistake that we need to also learn from. Und ich muss euch sagen, Salomo hat einen großen Fehler begangen, aus dem wir auch lernen sollten. At the very pinnacle of his success, he married Pharaoh's daughter. An der Spitze seines Erfolges hat er Pharaos Tochter geheiratet. Now he understood the risks of marrying someone who totally didn't, who believed and worshipped totally different than he did. Und er wusste von der Gefahr, die sich birgt, jemanden zu heiraten, der komplett anders glaubt wie er. Not only had he been warned of the risks, but generation after generation in Israel had proven the same thing. It's never a good idea. Und nicht nur war diese Warnung niedergeschrieben worden und er wusste von ihr theoretisch, sondern er hat es für Jahr gesehen im Volk Israel, was es bewirken kann, wenn man mit der falschen Frau verheiratet ist. My question is, why did he do it? Warum hat er es dann trotzdem getan, frage ich mich. Let me tell you why he did it. Und ich möchte euch sagen, warum. He was the wisest man that ever lived in the world. Er war der weiseste Mann, der jemals auf Erden gelebt hat. And so he said to himself, well, you know, this has been it's been counseled against, and you know, everyone says it's not a good idea, but I can handle it. Ich denke mir, ja, also Salomo wird wahrscheinlich gedacht haben, ja, jeder sagt zwar, es ist nicht in Ordnung und es birgt eine Gefahr, aber ich schaffe das schon, ich kann damit umgehen. Guess what? Und stellt euch vor, he couldn't handle it. Er konnte es nicht. Now, if he couldn't handle it, what makes me think that I can handle it? Wenn er es nicht konnte, was habe ich dann für ein Grund zu sagen, ich schaffe das schon, damit umzugehen. Now this is a very important lesson for young people to learn from the life of Solomon. Und ich glaube, für uns junge Leute ist es ganz wichtig, hier gerade hier aus dem Leben Salomos zu lernen. Because we grow up hearing things and our parents tell us things. Und wir wachsen auf und hören Dinge und unsere Eltern sagen uns gewisse Dinge. And we know, yeah, I mean, I've seen this happen before. It's not a good idea usually. Ja, und wir sagen uns, ja, ich habe das vorher schon gesehen. Ja, normalerweise ist es keine gute Idee. But I'm pretty smart. Aber ich bin schon ganz klug. And I think I'm pretty wise too. Und ich denke, ich bin auch weise genug. And so I can handle it. Ja, ich glaube, ich kann damit umgehen. Let me give you a little secret. Lasst mich euch ein kleines Geheimnis verraten. You can't handle it. Du kannst es nicht. I can't handle it either. Ich kann es auch nicht. So when you're tempted to say, yeah, I know what's right and I know what's wrong, but just this once, I can handle it. Wenn ihr versucht seid zu sagen, ja, ich weiß, was richtig ist und ich weiß, was ich tun sollte, aber dieses eine Mal, ich werde damit umgehen können. Remember, this is exactly how Solomon lost everything.
Es ist genau der gleiche Grund, warum Salomo alles verloren hat. Wenn nun diese drei Dinge uns oft dahin führen, unsere Reinheit zu verlieren, or when we neglect our duty, oder wir unsere Pflichten vernachlässigen, we think pleasure is the most important thing, und wir glauben, dass unsere Lüste das Wichtigste sind, unsere Freuden, or we think we can handle temptation ourselves, oder wenn wir denken, das schaffen wir schon. So let me ask you a question. Lass mich euch eine Frage stellen. What is wrong with having what we consider a little fun anyway? Was ist falsch daran, wenn wir ein bisschen Spaß haben? If we think it's really enjoyable. Wenn wir denken, dass es macht uns Spaß. What's the big problem with it anyway? Why can't we think certain things and watch certain things or do certain things? Warum können wir uns nicht gewisse Dinge anschauen, gewisse Dinge anhören und gewisse Dinge einfach tun? So I want to give you another biblical story. We're going to go over it very quickly. Jetzt wollen wir uns noch schnell mal eine andere biblische Geschichte anschauen. You can find it in Numbers 30 and read it yourself later. Ihr könnt die in 4. Mose finden und sie dann nachher selbst nachlesen. Israel had just come up to the promised land and they were getting ready to go in. Ja, in 4. Mose 30. Israel kommt gerade am verheißenen Land an. And just as they had come up to the border of the promised land, we're getting ready to take it. Und als sie gerade dabei waren, an die Grenze zu kommen und es einnehmen wollten, all these Midianite girls came down into the camp and very unfortunate things happened. Kamen die midianitischen Mädchen in den Camp und ja, sehr unschöne Dinge sind dort passiert. And what immediately happened is it stopped all forward progress of the Israelites and they could not take the land of Canaan. Und was sofort passiert ist, ist, dass es sofort die Israeliten beeinflusst hat und sie das Land nicht erobern konnten. Do you remember what I was talking about yesterday about the promises of God and how that those cannot fail and they can transform us from what we are now to very great things? Könnt ihr euch noch daran erinnern, was ich euch gestern erzählt habe von den Verheißungen Gottes, dass wenn wir uns auf sie vertrauen, wenn wir uns auf sie verlassen, was dann mit unserem Leben passieren kann? That is the modern day promised land. Das ist sozusagen für uns unsere modernes verheißene Land. And when we tamper in things that are not totally morally correct, we are prevented from going up and taking those promises. Und wenn wir diese Grenze überschreiten und Dinge machen, die grenzwertig sind, dann ist das sozusagen ein Kompromiss, in das verheißene Land einzugehen. And then we wonder why we are weak and powerless Christians. Und dann wundern wir uns, warum wir schwache und kraftlose Christen sind. It turns our hearts to worship, from worshiping God to worshiping something else. Es lenkt unsere Herzen darin, dahin, nicht Gott mehr zu verehren, sondern etwas anderes anzubeten. And last of all and worst of all, und als letztes und auch am allerschlimmsten, it causes us to be vulnerable to the attacks of our worst enemy. Dann macht es uns unsensibel gegenüber unserem schlimmsten Feind. Because impurity is one of the strongest enemies the human race has to face. Denn Unreinheit ist eines der schlimmsten Sachen, die wir hier auf dieser Erde bewältigen müssen. But the worst part is that it makes it very pleasurable to us. Und für uns scheint das manchmal sehr freudevoll. Till sometimes we don't even want to be free. Manchmal wollen wir gar nicht frei davon sein. And that ends up being the really discouraging part. Und das ist auch ein sehr entmutigendes Thema. Because we know this is wrong and we know we shouldn't do it, but we like it. Denn wir wissen, dass es falsch ist und dass wir das nicht tun sollen, aber wir mögen es trotzdem, deswegen machen wir es. And maybe we're addicted to it and we don't even feel like asking God to help us because we enjoy it. Und vielleicht hängen wir daran, aber wir fühlen uns einfach nicht danach, Gott zu fragen, dass er uns davon befreit, weil es uns einfach Spaß macht. And so we feel hopelessly caught because we don't know how to get out and we don't even want to get out. Und deswegen fühlen wir uns gefangen, weil wir nicht raus wollen und auch nicht raus können. But God can set us free.
Aber Gott kann uns davon befreien. And God can restore what the devil has done. Gott kann das wiederherstellen, was der Teufel vernichtet hat. He can do beautiful and amazing things if we'll turn to him. Wenn wir uns zu ihm wenden, dann kann er wunderbare Dinge in unserem Leben tun. So here, we're just getting to the exciting part, and we're also running out of time. So okay, also wir kommen jetzt zu dem begeisternden Teil und wir verlieren Zeit. Also die Zeit läuft uns davon. I want to say this next part really quickly, so listen carefully. Okay, jetzt muss ich schneller reden. Hört mir gut zu. There's no doubt in my mind that there are those in this room who find themselves trapped. Also ich glaube und ich bin mir sicher, dass es this is too fast for me. I was speaking too fast. You were good, but my brain was... There is no question in my mind that there are those in a room this size who find themselves trapped and they can't get through. Okay. Also ich bin mir sicher, dass es auch hier in diesem Raum Leute gibt und von euch und irgendjemand, der sich in einer Falle wiederfindet. So to those I want to give you three absolutely essential keys to success. Und für jeden, der sich irgendwo gefangen fühlt, möchte ich ganz besonders drei Dinge sagen, um rauszukommen. Before we talk about the rewards. Bevor wir über den Lohn sprechen. The first one is you must learn to love what is right. Erstens, du musst lernen zu lieben, das was richtig ist. Our hearts are desperately wicked and deceived and we love all the wrong things. Unsere Herzen sind boshaft und verführt und wir lieben alle anderen Dinge außer das, was richtig ist. But no matter how much we want to stop loving those things, to stop doing those things that we know are harming us, there's no way to do it. Aber egal wie sehr wir uns das wünschen, diese Dinge, die falsch für uns sind, nicht mehr zu lieben, es gibt keinen Weg, den wir alleine gehen können. Only love is stronger than love. Nur Liebe, wahre Liebe ist stärker als diese falsche Liebe. We love the wrong things, we must learn to love the right things. Wenn wir nun das Falsche lieben, müssen wir lernen, das Richtige zu lieben. And then you will learn to hate what is wrong. Und erst dann, wenn wir gelernt haben, das Richtige zu lieben, werden wir auch das Falsche hassen. Now then, this is a gift you have to pray for because it doesn't happen by itself. Und das ist ein Geschenk, das euch Gott geben kann, wofür ihr beten müsst, denn ihr schafft es nicht aus euch alleine heraus. But God can work this work. Aber Gott kann das. And there are some things that you can do to cooperate with this process in your life. Und da gibt es einige Punkte, worin ihr mit Gott zusammenarbeiten könnt. The first thing that you can do is to root out the enemies that are feeding your love for the wrong things. Und in diesem Punkt wieder der erste Punkt ist, dass wir all diese Feinde entwurzeln können in unserem Leben, die uns darin füttern, das Falsche zu lieben. Now I'm just going to give you a list because each one of these could be a sermon in itself, but we don't have. Also ich muss hier einfach nur auflisten, weil jeder einzelne Punkt könnte eine eigene Predigt sein. Any kind of self-indulgence. Jede Selbstliebe. Idleness.
Eitelkeit. Movies and music. Filme und Musik. Impure thoughts or just thoughts that are wasting time, not constructive. Unreine Gedanken oder auch nur Gedanken, die uns nicht zu Produktivität führen. All these things feed the enemy that is inside of you. Und all diese Dinge, die füttern diesen Feind, der in uns steckt. And make it much more difficult to love what is right. Und machen es uns noch viel schwieriger, das Richtige zu lieben. So that's the first thing. Learn to love what is right. That will help you to hate what is wrong. Liebe das, was richtig ist. Das wird dir helfen, das zu hassen, was falsch ist. Number two, we must. Nummer zwei. Must get accountability. Nummer zwei, wir müssen Rechenschaft, also rechtschaffen werden. And that has to come from your parents, because your parents understand what your friends do not. Das heißt, das bringt uns dahin, ein Verhältnis zu unseren Eltern zu treten, denn unsere Eltern haben etwas, was unsere Freunde nicht besitzen. If it doesn't come from your parents, it should come from someone who is your parents' age. Wenn ihr nicht dieses Vertrauen euren Eltern, diese Rechenschaft ablegen zu können, habt, dann sucht jemanden, der ungefähr in dem Alter eurer Eltern ist. Again, that's a whole sermon, but I will just leave it at saying the human family was not designed to fight alone. Auch dieser Punkt, diese Rechenschaft abzulegen, ist eine eigene Predigt für sich, aber ich möchte einfach nochmal sagen, der Mensch ist nicht geschaffen worden, um alleine zu kämpfen. We were meant to stand together, and there are some things that we can accomplish together that we'll never accomplish by ourselves. Wir sind geschaffen worden, um zusammenzuhalten. Und es gibt Dinge, die wir alleine nie bewerkstelligen können. Wir müssen sie gemeinsam anpacken. The third secret is this. Und das dritte Geheimnis. When you fall, get up quickly. Wenn du fällst, steh sofort wieder auf. You'll fall 10,000 times, I know from experience. Du wirst vielleicht 10,000 Mal fallen, ich weiß es aus eigener Erfahrung. Scripture says the just man falls, but he gets up again. Die Bibel sagt, der Gerechte fällt, aber er steht sofort wieder auf. The only difference between the Christian and the total infidel. Der einzigste Unterschied zwischen dem Christen und der überhaupt nichts damit zu tun haben möchte, is that the infidel gets on the ground and he stays on the ground. Ist, dass der da nichts damit zu tun haben möchte, fällt und bleibt am Boden liegen. The Christian falls, but he stands up again. Und der Christ, der fällt und steht wieder auf. Over and over and over and over again. Immer und immer wieder. That's grace. Steht er auf und das ist Gnade. And it's available to all of us. Und diese Gnade ist für jeden von uns zugänglich. That's right. God will give us victory so that we do not have to keep continually falling. Gott wird uns aber auch den Sieg schenken, damit wir nicht immer wieder fallen müssen. And that is part of the glory of growing stronger in Christ. Und das ist die Herrlichkeit, die sich darin zeigt, in Christus zu wachsen und stärker zu werden. But we'll talk about that after Natasha if she leaves me time. No. Aber ich möchte danach mit Natasha sprechen. She left me time. Sie hat mir noch Zeit gelassen. Oh, schön. This is the part I'm most excited about. Ja, jetzt kommt das Beste. Everybody knows that we as humans we live in a constant pursuit of happiness. Pursuit. We want like to be chasing happy. It. Ah, okay. Wir wissen ja, dass wir Menschen immer nach echter Glückseligkeit, also wir wollen glücklich sein, wir Menschen, ja, wir streben danach, wir möchten das erleben. We spend our lives, we pour out all of our energy chasing this. Und wir verbringen unser ganzes Leben damit, irgendwo nach dieser Glücklichkeit zu streben und hinterherzulaufen. And the idea of surrendering or of embracing the cross of Christ to us is a bondage and a burden. Und diese Vorstellung, das Kreuz Jesu auf uns zu nehmen, klingt für uns wie so eine Fessel. Let me tell you what really happens when we embrace the cross of Christ. Aber wisst ihr, was wirklich passiert, wenn wir Jesu Kreuz emporhalten? Every man or woman, every boy or girl that kneels at the cross is forgiven. Wenn wir das tun, wird jedem Jungen oder jedem Mädchen, das sich am Kreuz, am Fuße des Kreuzes niederkniet, wird vergeben werden. We find the same thing. All of us will always find the same thing. Und alle von uns werden zu dem gleichen Schluss kommen. Forgiveness and grace. Vergebung und Gnade. When we get up on our feet, wenn wir to leave that place, dann aufstehen und diesen Platz am Kreuz verlassen, we all leave with the same two things. Werden wir alle mit zwei Dingen
diesen Platz verlassen. A sword, einem Schwert and a commission as a soldier. Und einem Befehl als Soldat. Now then, the first enemy that we are sent to fight, und dann, wenn wir dem ersten Feind begegnen, gegen den wir kämpfen müssen, is the enemy that is the farthest possible thing from the cross of Christ. Ist es der Feind, der am weitesten von dem Kreuz Christi entfernt ist. So picture the cross of Christ is up on top of the hill, like it is. Stellt euch vor, das Kreuz Jesu steht auf dem Berg, auf der Spitze des Hügels. All the way down in the bottom of the valley. Do you know what is down there? Und ganz weit weg von dem Kreuz, ganz unten im Tal, wisst ihr, welcher Feind dort wartet? It's my selfish heart. Dort ist mein egoistisches Herz. That is my first battle. Und das ist der erste Kampf, den ich zu kämpfen habe. Now then. Und dann? Here's the problem. Ist da das Problem? For most people, the idea of Christianity ends right there. Und für die meisten endet hier the Christian faith, the story of the Christian faith ends right there. Und genau bei diesem Feind, bei dem selbstsüchtigen Herz, endet der christliche Glaube für die meisten. You're supposed to spend the rest of your life fighting yourself down in the valley. Den Rest deines Lebens musst du nun damit verbringen, um unten im Tal zu kämpfen. No. Nein. I reject that idea. Aber ich lehne diese Idee ab. Honestly, who wants to spend the rest of your life fighting yourself? Wer von euch möchte gerne den Rest seines Lebens damit verbringen, als Einzelner zu kämpfen? Of course there's no fun in that. Da gibt's doch keinen Spaß dabei. Of course there's no glory. Und auch nichts Schönes dabei. Of course there's no strength and there's no freedom. It's just this fight is going to last the rest of my life. Da ist doch nichts Schönes, kein schöner Gedanke dabei, den Rest deines Lebens mit Kampf und Krieg zu verbringen. You can have your fight, I'll go do something else. Du kannst kämpfen, ich mache was anderes. Let me tell you, if that's where your idea of Christianity ends, then you're missing something. Wenn du damit mit diesem Gedanken die Christenheit, also den christlichen Lebenswandel in Verbindung bringst, dann ist es echt traurig. Because Christ does not intend, he never intended for his children to be fighting the same battle forever. Denn Christus hat niemals damit das beabsichtigt, dass seine Kinder den gleichen Kampf für immer kämpfen müssen. He intends that every battle should make us stronger. Denn er hat die Absicht, dass jeder Kampf, den wir kämpfen, uns stärker macht. He intends for us to grow with growth, to strengthen with his strength. Dass wir in dem Kampf stärker werden und gestärkt mit seiner Stärke. And slowly the battlefield gets closer and closer and closer to the cross at the top of the hill. Und so wandert das Schlachtfeld ein Stück näher und näher dem Kreuze zu. Until we're not fighting ourselves anymore. Und bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir nicht mehr selbst kämpfen. And we're not fighting our own enemies. Und nicht gegen unsere eigenen Feinde kämpfen müssen. We're fighting his enemies. Sondern dass wir gegen seine Feinde kämpfen. We're fighting on behalf of the cross. Dass wir anstelle des Kreuzes oder für das Kreuz kämpfen. This is how God takes the weakest of his children. Und so nimmt Gott den schwächsten seiner Kinder. Little children. Kleine Kinder. And he puts a sword in their hand. Und er legt ihnen ein Schwert in ihre Hand. And those little children learn to take on angels in battle and win. Und diese kleinen Kinder dürfen lernen, Engel mit sich zu nehmen in den Kampf und diesen Kampf gewinnen. This is where happiness comes from. Und da kommt Freude auf. This is the life you were born to live. Und das ist das Leben, wofür du geboren wurdest. And my friends, this life can be found by you. Und dieses Leben, meine Freunde, könnt ihr finden. It is actually not happiness that we want nearly so much as real purpose. Es ist, also wir können in dem I don't know, can you repeat it? It's not happiness we really want nearly so much as we need meaning and purpose. Ja. Es ist eigentlich nicht diese Glücklichkeit, nach der wir uns so sehnen, sondern wir möchten gerne einen Sinn in unserem Leben sehen. And we don't need an easy solution like a Band-Aid. Und wir brauchen nicht so eine einfache Lösung wie Band-Aid, what's that? Band-Aid? Band-Aid? You do not know what a Band-Aid is? Okay, when you get a cut on your thing, you take this thing out and you put it. That's a Band-Aid. Pflaster? Also ein Pflaster oder ein Bandage, also. Ja, Pflaster. That's the one. Aber what we need is a real
solution. Okay, okay. Now I got it. Also wenn wir uns schneiden oder so, dann kriegen wir oft so ein Pflaster. Also wir wollen nicht einfach nur diese Pflasterlösung, sondern was Richtiges. And my friends, that real solution is the cross of Christ. Und die wirkliche Lösung für dieses Problem, in dem wir uns befinden, ist das Kreuz Jesu. So this is what I want to charge you to do. Und ich möchte euch herausfordern, genau das zu tun. Dare to throw yourself at the foot of the cross. Werft euch am Fuße des Kreuzes Jesu nieder. Dare to let yourself be an instrument in his hands. Und begebt euch in seine Hand als ein Instrument in seiner Hand. And the God that you love, und der Gott, den ihr liebt, will dare to give you every drop of power in high heaven. Alles daran setzen, um euch jeden Tropfen der Macht und Kraft des Himmels zu geben. That's a promise. Und das ist eine Verheißung, ein Versprechen. That's a promise.